läuft. Hoffentlich verhageln wir das jetzt nicht. Das ist das wichtigste Interview. Jetzt sind wir hier. Habt ihr nur spitzen Leute am bei Start. By the man himself. Und jetzt hallo, seid ihr bei mir. Nette Leute. Nette Menschen da draußen. Wir sind, soll ich sagen, bei Sascha Dörp. Ne, da waren wir erst. Jetzt sind wir bei André Lux. Hi André, wie geht's dir? Oh, ich bin müde. Hallo Florian. Warum bist du müde? Weil man für eine Comic-Con immer relativ früh aufstehen muss. Ja. Das bist du nicht gewohnt, willst du damit sagen? Ja, naja, wobei ja, ich muss im Job schon auch relativ früh, aber nicht so früh aufstehen. Also okay. Ich stehe schon immer, wenn Comic-Con ist, einfach damit ich alles vorbereiten kann und ja. So schon immer so kurz vor 6 Uhr auf. Und das ist wirklich nicht meine Zeit. Du hast Heimspiel hier in Stuttgart, wie hast du dich gefreut? Ja, voll, voll, also mega. Vor allem, ich war letztes Jahr auch da, da hatten wir auch schon ein Interview, genau, das war auch schön. Ach, wir hatten schon mal, ja, okay. Wir hatten schon mal, also, das war's. Ciao. Kauft euch alle meine Bücher. Nee, also klar, ich freue mich immer, wenn es in Stuttgart ist. Einfach, weil ich es natürlich entspannt habe. Ich kann von Cannstatt aus direkt mit der S-Bahn durchfahren, kann hier aussteigen. Auch der Aufbau ist dann relativ einfach für mich, weil ich halt freitagabends direkt nach dem Schaffen herfahren kann und das ganze Zeug hier reinkarren. Im Normalfall ist es dann so, dass die ganzen Sachen dann auch schon stehen und dann kann ich schon locker irgendwie bei allen vorbeilaufen, die ich halt auch kenne. Das finde ich immer ziemlich geil, noch so im Vorfeld. Also ich kann das Ganze sehr entspannt angehen. Das ist was anderes, wenn ich jetzt bei anderen Comic-Cons in Dortmund oder sowas bin. Da ist alles ein bisschen, ja. Nicht so gechillt, ne? Ja, man rusht halt so durch und dann will man aber auch noch was sehen. Und dann will man nochmal allen Hallo gesagt haben und so. Ja. Und am Ende hat man davon nichts gemacht. Und das ist immer sehr frustrierend. Da hast du wieder recht, ja. Ja, und hier ist es halt so, dass es schon Freitagabends quasi schon Michael Wild, Großkult. Hier, keine Ahnung, und dann kommst du noch hier, du mit dem Toni vorbei und dann ist alles perfekt. Ja, dann kann man alles abhaken. Ja, Comic-Con Stuttgart, so ein bisschen Family auch, ne? Also voll. Finde ich, das hat sich so eingebürgert. Man kennt so seine Leute und da geht man immer wieder hin und dann ist alles gut. Ja, und ich finde auch, also ich weiß auch ehrlich gesagt nie, wer wieder alles kommt. Und es kommt aber, also ich gehe jetzt seit 5 Jahren hierher und es kommen wirklich immer die gleichen. Also es kommen natürlich sehr viele neue auch dazu, aber von den Leuten, die ich kenne und mag, die sind immer da, ohne dass man sich im Vorfeld irgendwie abgesprochen hat oder so, hey, seid ihr auch da? Gerade der Julian hier, der Captain Quee, der ist ja auch immer da. Habe ich gestern auch getroffen, kommt aus Fürth halt, ne? Ja, genau. Das ist halt bei uns. Spitzentyp. Ja. Also ganz, ganz tolle Menschen, deswegen freue ich mich auch immer so auf die Con, weil ich dann immer weiß, ah, es ist, wie du sagst, so ein bisschen ein Familientreffen und so ein Rumhängen mit so Kumpels. Weißt du, was schlimm wäre, wenn jetzt diese ganzen Leute, die man so mag und hier trifft, so einmal im Jahr, wenn man sich dann abends noch in der Kneipe treffen würde? Ich glaube, das wäre der übelste Abfuck ever, weil wir würden alle total abstürzen. Ja, erstens das. Also ich glaube, du hättest echt einen krassen Abend so, weil du musst ja mit jedem noch anstoßen. Dann kommt ja hier noch ein Uso um die Ecke oder keine Ahnung. Und ich meine, du wirst ja auch keinem so richtig gerecht, weil ich glaube, Sascha Dörp und ich, wenn wir mal an einem, also ich glaube, wir könnten 5 Stunden lang nur über Filme labern. Ja, wahrscheinlich. Ja, ohne Scheiß. Ihr würdet halt früh um 6 Uhr noch dort sitzen. Wahrscheinlich. Und dann, ja, der Steven Seagal, das ist der Beste. Na, niemals, ich bin wahnsinnig. Also so wäre das wahrscheinlich. Boah, krass, ey. Muss ich mir vorstellen. So, sonntags wäre dann keiner hier. Nee. Oder halt in einem echt schlimmen Aggregatzustand. So, voll. Boah, ich bin zer Sascha Dörp. Geil. Nee, Sascha, der Wahnsinnstyp war auch vorher hier bei mir am Tisch. Und es war dann auch jemand da, der sich für was interessiert hat. Und wir natürlich nur am Talken so. Ja, hier, Alarmstufe Rot 2, hast du gesehen, war ja auch. Hier, da war er nicht mehr ganz so in Shape. Oh, guck mal. Kaum redet man, über Steven Seagal. Schon fällt der Merch vom Tisch. Sehr schön. Der oder das Merch? Keine Ahnung. Die Merchants. Egal. Erzähl mal, du willst nicht drüber reden, hast du gesagt, weil du dauernd schon drüber reden musstest, aber du hast ja auch comic-technisch was rausgebracht, was Neues? Ich habe ein neues Buch rausgebracht, genau. Ja, ganz unverhofft muss ich sagen. Robert endlich eingeschult heißt es. Ich habe hier die Tasse. Das Buch selber gibt es bei Crosscult am Stand, deswegen gibt es hier nicht. Ja, also unverhofft sage ich deshalb, weil ich habe das schon im ersten Lockdown 2020 angefangen, halt so nebenher, weil ich halt Bock hatte, mal wieder so eine auserzählte Geschichte wie bei Lars der Agentur-Depp zu machen. Und da lag es irgendwie nahe, so das Thema Grundschule, weil ich ja im Grundschulbereich arbeite hauptberuflich und weil mich da halt viele Dinge beschäftigen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe diesen Charakter erfunden, Robert. Und dann habe ich irgendwie gezeichnet und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, wie das halt so ist bei Projekten. Dann lag das irgendwo in der Schublade rum, dann habe ich es irgendwann wieder gefunden, dann habe ich wieder ein bisschen dran weitergemacht. Ja. Dann habe ich angefangen, das zu skripten, um irgendwie am Ball zu bleiben. Weil gerade wenn du eine auserzählte Geschichte hast, dann kannst du nicht ins Blaue reinzeichnen. Das habe ich bei Lars der Agentur Depp auch gemerkt. Okay. Und dann habe ich mir zu der Zeit, weil es nicht anders ging, einen Coworking-Space gemietet, damit ich in Ruhe arbeiten kann an dem Teil.
Und dann saß ich da und habe dann da einmal die Woche abends saß ich da und habe konzentriert dran gezeichnet und dann war es irgendwann fertig und dann war es halt da und ich fand es toll, aber ich wusste dann erstmal nicht, also für mich ist es nicht selbstverständlich, dass entweder der Ventilverlag, der meine Cartoon-Bücher macht, oder Crosskult gleich sagt, ja klar, machen wir. Echt? Weil warum sollten die das auch so schnell machen? Mhm. Weil die, ich meine, das ist ja auch, es ist ja völlig klar, was ich für ein Standing habe. Ich meine, ich verkaufe jetzt keine 15.000 Comicbücher, wie zum Beispiel Tobias Vogel oder so. Ach der, ja, ja, genau. Und deswegen finde ich das immer geil, wenn dann die Verlage gleich sagen, hey, nee, wir mögen dich, wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Bei Crosskult ist es auch so, dass ich immer persönlich vorfahre, also weil die halt in Ludwigsburg sind. Und dann hatte ich das dabei und dann war das eigentlich auch kein Pitch, sondern wir saßen einfach am Tisch und haben schon drüber gelabert, wie das ganze Ding aussehen soll, was für ein Format es erscheinen soll. Und dieses Vertrauen, muss ich halt sagen, also ich lobe diesen Verlag ja immer so mega und da kann man mir natürlich Befangenheit unterstellen. Nur ein bisschen. Aber es ist halt wirklich so, also ich lege das auch gerne offen. Es ist wirklich transparent. Das läuft so angenehm und so toll und wertschätzend vor allem ab. Also finde ich Wahnsinn, dass die dann sagen, klar machen wir das hier, das Robert-Buch. Warum sollten wir es nicht machen? Finde ich irgendwie, ja, mega geil. Schönes Vertrauen auch, ne? Ja, und dass es für die auch so indiskutabel ist. So, ich schicke denen das Teil. Es war ja auch alles noch gar nicht fertig bearbeitet, aber einfach so, dass sie eine Idee davon haben, in welche Richtung die Geschichte geht. Ja. Und dann sagen die, ja klar. So. Ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft, Alter. Schickst da hin und sagst, ey, der Lux hat mir was geschickt. Ja, mach mal. Ja, ich weiß es nicht, ob es so läuft, das wäre natürlich schön, aber das Ding ist halt mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, halt gerade mit der Jenny und so, Silvano, diese ganzen Crosskult-Leute, die sind alle geil und vor allem, du schreibst halt irgendwie kurz so, ich will auch nicht immer zu dievenhaft sein, wenn irgendwie was Neues kommt, aber manchmal habe ich dann schon das ein oder andere, was ich vielleicht gern ein bisschen anders hätte und dann schreibe ich halt kurz, hey Silvano, können wir das nicht vielleicht so machen? Ich will jetzt nicht wieder große Rockstar rüberkommen. Ja. Und dann schreibt er mir halt innerhalb von 5 Minuten zurück, ja klar, ist geändert. Ich denke so, okay, geil. Also ja, ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Ich habe jetzt schon wieder ein Projekt, an dem ich lange schon arbeite, seit ein paar Monaten und ich bin sehr gespannt, ob die dann dastehen und auch wieder sagen, klar machen wir, ohne hier mit der Wimper zu zucken. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe gar nicht viel Rezensionen oder so gelesen, gar nicht so viel Feedback bekommen, zu Robert endlich eingeschult. Wir haben auch nichts gemacht, weil wir nichts haben. Ah, okay, ihr habt kein Belegexemplar gekriegt. So was wir nichts haben, können wir auch nichts machen. Ja, also ich erzähle jetzt dir mal die ganze Geschichte. Um was geht's denn mal, Robert? Erzähl mal die ganze Geschichte, genau. Ich erzähle überhaupt nichts. Achso, du musst es lesen. Ja, natürlich. Wir auch da draußen. Habt ihr mittlerweile eins? Okay, weil du warst ja jetzt zwischenzeitlich schon dort. Ja, nee, passt schon, alles gut. Dann wird sich das heute noch im Laufe des Tages ändern. Weil Baseballschläger nicht da drüben. Ja, ich werde da meine Mittel und Wege finden. Ganz grob, um was geht's denn? Warum eine Einschulung? Ja, klar, natürlich. Also im Groben schon. Also ich gehe da jetzt nicht voll krass in die Tiefe oder so, weil es soll ja trotzdem immer noch ein Unterhaltungsprodukt sein. Ja. Ich glaube, ich habe oft genug Dinge kritisiert und so und da wollte ich schon so, es soll unterhalten, es soll witzig sein, es soll auch diesen ganzen Zynismus, den ich gerne mit einbaue, so ein bisschen, wenn ich mich dann zu sehr, wie soll ich sagen, in diesem Kritik am deutschen Schulsystem, ich glaube, da wäre ich nicht mehr rausgekommen, weil da gibt es einfach extrem viel zu kritisieren. Aber das sind sehr viele Nuancen in dem Buch, wo deutlich wird, wie ich mich dazu positioniere. Und klar, also ich arbeite seit fast 9 Jahren im Grundschulbereich und habe da einfach sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, und also was so der Impulsgeber war für die Story an sich, war eine Mutter in einem Elterngespräch, die zu mir gesagt hat, nach der Einschulung, für ihr Kind ist einfach irgendwie so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, als das gemerkt hat, dass es für alles beurteilt wird. Dass es für alles eine Bewertung gibt. Verstehe, ja. Also du kommst irgendwie aus diesem Kita-Bereich, wo alles hier noch mit Stuhlkreis und viel spielerischer und natürlich mit pädagogischem Anspruch, aber sehr, sehr viel lower und sehr viel, ja, wie ich schon gesagt habe, spielerischer. Und dann
kommst du auf einmal in diesen Grundschulbereich, wo natürlich nicht mehr so viel Frontalunterricht ist wie früher, wie bei uns. Aber es ist trotzdem immer noch so dieser antiquierte Anstrich von Performance und du kriegst zu allem ein Feedback und funktionier hier mal schön, weil sonst hast du echt eine beschissene Zeit und so. Und das finde ich ist halt einfach immer noch total beschissen. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch eine scheiß Schulzeit tatsächlich. Ja. Also an die Grundschulzeit kann ich mich noch erinnern, ganz gut, das war okay. Aber sobald es dann in die Baumschule ging, ja, wurde es für mich richtig ätzend, vor allem weil ich Sachen lernen musste, die mich einen Scheiß interessiert haben. Ja, genau, ja. Und die ich in meinem ganzen Leben nie wieder gebraucht habe, bis jetzt nicht, auch nie wieder brauchen. Hey, Integralrechnung braucht man schon täglich, oder Tobi? Ich muss täglich, täglich im Bad mache ich das. Ja. Und lauter solche Sachen, wo mich dann echt gedisst haben und ich dann auch echt scheiße in der Schule war. Ja, okay. Und der Lehrer mich dann irgendwann noch aufgegeben hatte, der hat mich dann nur noch Fleckma genannt. Oh Gott. Geil, ne? Und ich aber Fächer hatte, in denen ich immer Einser hatte. Das war so Musik, Geschichte. Kreative Sachen halt, ja. Sprachen. Ja. Mathe war für mich die totale Scheiße. Ja, Physik mochte ich nicht. Erdkunde, furchtbar. Und anstatt man mich irgendwie in den Sachen gefördert hätte, so Hauswirtschaft zum Beispiel, Kochen fand ich total geil. Ja. Weißt du, aber anstatt man die Leute da fördert, wo sie gut sind, genau, muss man einfach alles machen. Und dann hat man auch auf die Sachen, die gut sind oder in denen man gut ist, immer keinen Bock mehr. Ey, absolut. Also das ist halt, also das ist so eine Sache, die ich halt erlebt habe in der Schule. Und ich bin froh, dass ich nie wieder in der Schule muss. Warst du auf dem Land in der Schule? Karlsburg. Ah ja, okay. Ja. Landkreis Fürth. Ja, haben also wir noch mit Stöcken auch so auf die Finger und so? Das stimmt einfach das nicht. Das stimmt nicht. Das wüsste ich. Das ist nicht wahr. Vielleicht ja, in Franken ist es wahrscheinlich. Ja, nee, also ich kann das auch, ich bin ja auch auf dem Land in die Schule gegangen und ich hatte Gott sei Dank echt eine coole Grundschullehrerin, die mich gefördert hat, die das erkannt hat und die dann auch gesagt hat, ja voll geil, dann gehen wir da mal mit drauf ein und so. Und dann wusste ich auch relativ früh, was ich mag und in was ich mich austoben kann. Okay. Also gerade Aufsätze oder sowas waren dann für mich ein Thema und das war dann halt einfach auch eine Deutschlehrerin, die das gewertschätzt hat, die dann auch nicht irgendwie da gesessen ist und gesagt hat, da sind 1000 Rechtschreibfehler drin und das hat, da hat sich jetzt auch nicht ganz an die Aufgabenstellung gehalten. Sondern da wurde wirklich so, ich konnte schreiben, was ich wollte und es war schräg und total bescheuert und die fand es geil und hat es dann vor der Klasse laut vorgelesen. Also das habe ich dann Gott sei Dank auch erfahren. Also das ist auch immer so einfach gesagt. Ja, es ist immer so auch einfach gesagt, dass es irgendwie an den Lehrerinnen oder Lehrern liegt. Aber natürlich sind die auch nur ein Teil des Systems. Und ja, es ist halt in ihr Job und manche, es ist halt wie bei jedem Menschen in seinem Job, wenn du mal 20 Jahre im Job bist oder sowas, der eine macht ihn halt besser und hat halt immer noch dieses innerliche Feuer, wo er Bock drauf hat. Ja, und für die anderen ist es halt nur noch ein Job. Absolut. Und es gibt auch ältere Lehrerinnen oder Lehrer, die immer noch Bock haben und da ihre eigene Note reinbringen und Anspruch haben und Kinder fördern und das erkennen und so und den Kindern auch gerecht werden können. Aber ja, wie gesagt, das System an sich ist so verzerrt und so verkeilt, dass es mich auch teilweise nicht wundert, dass es eben einen LehrerInnenmangel gibt und dass es einfach auch in einem Lehrerzimmer eine dementsprechende Stimmung manchmal gibt, wenn man das betritt und so. Also das ist halt einfach, ja, da ist der Burnout-Faktor einfach extrem hoch, weil von dir wird so viel erwartet. Du musst irgendwas vermitteln, dann sollst du aber auch noch irgendwie auf die einzelnen Befindlichkeiten von Kindern eingehen, was auch mega wichtig ist, einfach gerade heutzutage. Ja, weil du hast ja gesagt, du hattest eine scheiß Schulzeit. Ja. Wenn du jetzt wieder ein Schulgelände betreten würdest, du würdest im Mindset wieder zum Schüler werden. Ja. Und ich habe das ja auch als Betreuer an der Ganztagesschule. Ich mache Elterngespräche, ganz viel Elternarbeit, Elternabende und so. Und du merkst das so richtig. Die Eltern sind ja teilweise älter als ich und so. Und dann kommen die und dann sind die wieder ganz verunsichert. Und dann sitzt du an diesem kleinen Tisch, auf diesem kleinen Stuhl. Ja, voll. Also es ist wirklich so. Also auch in Elterngesprächen, es ist total spannend, wenn du dann da sitzt und sagst, also, reden wir mal über Kind XY, ich habe Folgendes beobachtet, echt toll, hat da Potenzial, da geben wir noch ein bisschen Gas und hier voll die Interessen und die sitzen da und so, das sehe ich auch so. Und du denkst halt nur, ja gut, du kannst mir gerne widersprechen, ist alles cool, weißt du. Da ist immer noch total diese Haltung krass, da. Wie wir einfach durch dieses System einfach so kaputt gemacht wurden, dass wir da wieder zurückgehen in unsere Kindheit. Voll. Und wie du schon gesagt hast, das Allerwichtigste ist, bei einem Kind Fähigkeiten und Interesse und Leidenschaft zu erkennen und das zu fördern. Da zu stehen und zu sagen, so, du hast Bock. Kann ja nächstes Jahr schon wieder anders sein. Ne? Jetzt findest du Batman geil, nächstes Jahr findest du irgendwie Fußball gut. Ja. Aber es muss die Möglichkeit an der Bildungsstätte geben,
das für ein Kind zugänglich zu machen. Ja. Und das ist leider auch nicht der Fall. Nee, nicht. Wenn du teilweise an Schulen gehst, wahrscheinlich sogar in Cadolzburg, dann siehst du irgendwie einen abgerockten Bolzplatz, viel zu wenig Räumlichkeiten, um irgendwie sich auszutoben, um kreativ zu sein und so. Und das wird halt nicht besser. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil da kommt gerade der Terrifier ums Eck. Terrifier. Ja. Terrifier. Der Terrifier. Genau, der Terrifier. Terrifier wäre geiler Schlagersänger aus den 70ern. Oh, hier ist Terrifier! Sehr gut. Hallo. Ja, das wäre natürlich. Ja. Ich stelle mir gerade die Show auf der Bühne vor. Wäre interessant zu sehen. Der Terry, der Fier. Ja. Nee, genau, ja, also. Ich wollte ja eigentlich gar nicht über das Thema sprechen. Weiß ich ja, deswegen habe ich dich hier reingelotst in das ja, Thema. Aber du merkst ja auch, dass ich dafür immer noch, also wie gesagt, ich bin ja täglich davon umgeben. Ja. Und ich will auch nicht alles schlecht reden. Das Buch hat auch ein Happy End. Und ich habe hier und da mal so ein paar kleine Duftmarken gesetzt, wo ich halt so genau diese, das auch in die Richtung mal so lenke, auch bei den Leuten vielleicht, dass die mal so ein bisschen drüber nachdenken. Weil auch als Eltern, ne, ich finde auch dieses blöde Totschlagwort Helikoptereltern finde ich auch so albern, weil es ist voll wichtig, die Eltern mit in die Zusammenarbeit in die Schule mit reinzuholen und auch die Eltern zu fragen, wie können wir gemeinsam alles dafür tun, dass es ihrem Kind gut geht, weil das ist genau das Ding, ein Kind, das morgens aufsteht und keinen Bock auf die Schule hat, verkackt. Und es hat nicht ja, das Kind das verkackt. Das ist schon vorprogrammiert halt. Ja, ja. Ja, da hängt so viel zusammen, das ganze System, die Eltern, das Elternhaus, du weißt ja manchmal nicht, wie es zu Hause aussieht. Ne? Ey, total. Ist so eine Sache. Deswegen ist Elternarbeit wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass alle Leute, die in dem Alltag mit dem Kind an der Grundschule oder auch an der weiterführenden Schule arbeiten, immer im Austausch sind. Ja. Dass du immer ein Gefühl dafür hast, wie geht's dem Kind? Ja. Was braucht das Kind? Was bringt das Kind von zu Hause mit? Mhm. Wo können wir da vielleicht sogar schon ansetzen? Natürlich sensibel und mit Fingerspitzengefühl, weil wie du sagst, es gibt solche und solche Familien. Ja. Ja, ich könnte krasses Thema, wir könnten stundenlang tausend Stunden darüber reden. Deswegen gibt es noch eine Abschlussfrage, eine letzte Frage. Für dich, wo ist Boris Blocksberg hin? Ich habe keine Ahnung. Hatten wir schon bessere Antworten? Also das letzte Mal, dass er nochmal erwähnt wird, ist in der Folge Bibi ist verliebt. Da wird, glaube ich, sogar gesagt, dass er in Norddeutschland ist, weil er irgendwie Reha oder so, ich habe keine Ahnung. Und ab dem Zeitpunkt Boris Blocksberg komplett. Ich finde es krass, halt, dass man da einfach so ein Fragezeichen drauf gemacht hat und es nie gelöst hat. Ja, voll. Und ich finde, das sind so Verschwörungsnummern, womit man sich mal auseinandersetzen sollte. Nicht so schon. Blödsinn mit 9-11 oder so. Nee, wo ist Boris Blocksberg? Ich meine, vielleicht hat sich Bibi in ihren Bruder verliebt und die Eltern haben es mitbekommen und haben dann gesagt, okay, das kann weg das mit dem. Ja, sind ja sehr konservativ, die Blocksbergs. Ja, die sind nicht progressiv. Nee, also da muss man wirklich mal auf den Zahn fühlen. Also, vielleicht hast du in deiner Freizeit. Ja, wir hatten gestern auch schon Theorien, dass irgendwie wahrscheinlich ein Zauber furchtbar schiefgegangen ist und ja, man redet einfach nicht mehr drüber in der Familie. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, da wird sowieso relativ viel unter den Teppich gekehrt. Das glaube ich auch. Relativ toxisch auch die Familie. Das stimmt, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Naja. Okay, Leute. André, wo, so wollte ich sagen. Wo ist Boris Blocksberg? Genau, wo ist er hin? Ist es ein Focus? Ja. Wahrscheinlich. Okay, André, vielen Dank für deine Zeit. War danke wieder ein Fest. Wir schauen weiter oder will nicht. Ihr werdet mitkriegen, wenn der Abspann läuft, dann kommt halt nichts mehr. Also macht's gut. Da kommt bestimmt noch was. War das schon bei Michael Wild? Nee. Da also. Siehst du, also Michael Wild. Gucken wir mal. Also Leute, ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao. Ciao.